السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفاستا ليلى، كيف سيغوت إن شاء الله؟ Mir geht's ganz gut, inshallah, inshallah. Alhamdulillah. Wie du mitbekommen hast, wollten wir uns gerne bei dir melden, damit wir heute inshallah ta'ala mit dir die Konvertierung vollziehen. Und es hat mich sehr gefreut, dass eine Schwester aus Polen, weil wir kennen die Lage in Polen und wissen, dass die Leute dort sehr, sehr streng gläubig, also christlich sind. Und wahrscheinlich bist du dort aufgewachsen oder bist du hier in Deutschland aufgewachsen? Ich bin in Polen aufgewachsen, in einem Dorf. Also das ist in der Nähe Warschau. Ja. Inshallah. Und ja, und als ich hier gekommen bin nach Deutschland 2000, in der Grundschule und Hauptschule, ich hatte türkische, also muslimische Freunde gehabt. Und dann habe ich mich immer so interessiert auf den Islam. Und ja, ich habe mich nie getraut, zu Islam zu konvertieren. Und du wusstest natürlich auch, wie dein Umfeld sich, wie sie darauf reagieren werden, wenn du Muslima wirst, richtig? Genau. Und meine Freundin hat mich einmal zum Moschee gebracht, einmal, und hatte mir gezeigt, wie das so mit dem Gebet ist und alles und so rum und dran. Und dann habe ich dann per Internet habe ich auch über Islambücher auch geguckt. Und ein paar Bücher habe ich auch gekauft schon mal. Auch das Koran habe ich auch schon mal gekauft. Ja, und wovor hast du am meisten Angst gehabt? Angst habe ich immer gehabt, wenn ich zu meinen Eltern gehe mit dem Kopftuch. Beispiel, ich trage schon seit 2 Jahren Kopftuch. Mashallah. Jetzt. Und manchmal traue ich mich überhaupt nicht zu meinen, also bei meinen Eltern habe ich gar nicht getraut, früher Kopftuch zu tragen. Dann habe ich immer so Turban immer gemacht. Und jetzt ist ganz, ganz anders geworden. Also meine Mutter hat das ja zum 20% akzeptiert, weil sie Christin ist. Mhm. Aber trotzdem, meine Meinung ist, dass ich zum weiterhin mit im Islam lernen könnte, auch mit den Geschwistern und ja. Und was hast dir die Kraft gegeben, Leila, dass du so durchhalten konntest, obwohl du jetzt von deinen Eltern nicht richtig akzeptiert wurdest und überhaupt dein Umfeld nicht gut darauf reagiert hat? Was hat dir Kraft gegeben, dass du diesen Weg trotzdem beschreitest? Ja, dass Allah mir den Kraft gegeben hat, dass ich weiter den Islam lernen kann. Und das mit dem auch Gebet mache ich. Also ich habe so eine App mit Gebete und auch mache ich auch, wie heißt das, Feier, Isha Gebete und die 5 Gebete. Mashallah. Das muss ich auch das lernen jetzt. Das heißt, du hast nicht nur den Islam angenommen mit der Zunge, sondern du praktizierst ihn auch, Alhamdulillah. Genau, richtig, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dann werden wir jetzt inshallah das Glaubensbekenntnis sprechen, Leila. Ja. Das ist ein schöner Name, den du dir ausgesucht hast. Alhamdulillah. Danke, inshallah. Wir sprechen jetzt das Glaubensbekenntnis inshallah. Ashhadu. Ashhadu. An la. Anna. An la. An la. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulu Allah. Ich bezeuge dass niemand mit recht und Wahrheit angebetet werden darf. Außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist.
Sandgesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und das ist für uns eine wunderschöne Sache, dass du trotz deiner schweren Umstände dich entschlossen hast, diese Wahrheit anzunehmen. Das hätte nicht jeder gemacht. Viele hätten, wenn sie auch die Wahrheit gekannt hätten, trotzdem wären sie bei ihrem alten Leben geblieben, damit sie keine Probleme bekommen. Aber du, Alhamdulillah, hast hier diesen Weg eingenommen und weißt, dass lieber hat man hier ein paar Probleme in dieser Welt, als dass man in der nächsten Welt im Jenseits Probleme hat. Möge Allah dich befestigen, Leila, und dich nur mit dem Islam leben und sterben lassen. Und wir sagen dir, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية